Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie ich diese Karte gemacht habe. Die habe ich gemacht mit dem Set Willkommen Weihnacht. Ich zeige euch das mal, das sieht so aus. Davon brauchen wir den Kranz und die Schleife. Das habe ich gestempelt in Farngrün und Gartengrün. Also erst vollen Kranz mit Farngrün, dann den kleinen Blätterkranz mit Gartengrün. Wer möchte, kann auch noch die Beeren. Hier ist die Schleife. Wer möchte, kann auch noch eine Aufhängung dafür. Und ich habe diesen Gruß gewählt. So, das zeige ich euch gleich. Ich habe schon einiges vorbereitet. Meine Grundkarte hat die Maße, ich lege das mal aus dem Weg, hat die Maße 21 x 14,9. Gefalzt ist sie bei 10,5. Dann habe ich hier einen grünen Aufleger da drauf. Der ist 14,5 x 10,1. Der weiße Aufleger ist 14,1 x 9,7. Und dann habe ich schon ein grünes Banner draufgeklebt, was ist 14 x 4. Und ich habe dann hier einfach nur aus einem Stück Papier ein Bannerende rausgeschnitten, also in der Mitte geschnitten und von rechts nach links. Das habe ich bestempelt in Gartengrün mit dieser kleinen Blüte aus dem gleichen Stempelset. Die ist jetzt bei mir schon ein bisschen pink. Ihr wisst ja, dass die Photopolymer-Stempel die rötlichen Farbtöne vor allem annehmen. Und das ist eben Gartengrün auf Gartengrün gestempelt. So. Das habe ich jetzt schon fertig. Dann habe ich hier den Kranz. Auch den habe ich schon gestempelt. Wie gesagt, einmal Farngrün, einmal Gartengrün und ausgestampft mit diesen Frames. Da kann man dann den Stempel in die gleiche Richtung, also diesen Anzeiger quasi in die gleiche Richtung bringen wie vom Stempel vorher. Und das seht ihr gar nicht, wenn es so weit weg ist. Hier oben sind diese. Und den in der Mitte, aus der Mitte auch. Dann bekommt man eben einen Kreis, der innen frei ist. So, das ist vorbereitet und ich habe die Schleife gemacht, auch mit Gartengrün gestempelt und mit der Schleifenstanzform ausgestanzt. Das ist schon mal fertig. Jetzt kleben wir noch den Kranz auf. Dann nehme ich jetzt einfach mal ein Fast Fuse und ich schaue mir, wo ich den so hinhaben möchte. Mittig zwischen rechts und links ungefähr und im oberen Teil der Karte. So, hier habe ich mir noch einen Banner gemacht. Auch wieder von beiden Seiten selbst geschnitten. Das hat die Maße 10,5 x 3,5. Und da habe ich jetzt meinen Spruch drauf gestempelt. Auch das zeige ich euch nochmal da. Den mache ich drauf mit Abstandspads. Nicht so richtig. Dann kann ich jetzt die Trägerpapiere abziehen. Ich habe jetzt meine Dimensionals gerade nicht bei der Hand gehabt. Wie beim letzten Video habe ich jetzt nur diese quadratischen Abstandspads. Die sind ein bisschen flacher als Dimensionals. Ich zeige es euch nochmal. So. Und das kommt jetzt bei mir hier in die Mitte drauf. Jetzt kommt mein Schleifchen. Da nehme ich kleinere, also da passen ja keine ganzen drauf, das ist ja relativ klein. Da habe ich, auch das zeige ich euch gleich, so kleine, na, das ist ja irgendwie nicht an der richtigen Stelle. So, kleine Abstandspads. Ich nehme jetzt mal drei. Ich muss das wieder ein bisschen kurz halten leider, weil die Speicherkarte sonst voll ist. So. Zeigen wollte ich es euch noch. Die sind ein bisschen höher, aber kleiner, 5x5 mm. Das kommt jetzt hier oben dran an meinen Kranz. Jetzt könntet ihr noch die Schleifen, Teile, Bänder und so weiter ein bisschen 3D-mäßig anbiegen. Seht ihr das von der Schleife? Wie euch das beliebt.
Ich habe hier noch die wunderbaren Glitzersteine der Simona. Simona, vielen Dank. Und mache da jetzt noch so einen Glitzerstein drauf. In der Mitte, weil ich das irgendwie passend finde. So. Und so ist meine Karte dann schon fertig. Wie gesagt, heute leider schon ein bisschen vorbereitet. Das nächste Mal machen wir wieder alles von vorne gemeinsam zusammen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Probiert euch einfach mal aus. Ihr könnt euch ja gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.